Leute, ich habe euch gerade den sparrigen Schiffling gezeigt hier. Und man sieht es nicht, aber schaut euch das mal an. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Und ihr habt Lust auf eine weitere Pilztour mit uns. Könnt ihr euch noch erinnern an diesen Stamm hier mit den ganzen Stockschwämmchen, wo ich welche weggesammelt habe? So sieht das jetzt aus. Ist doch auch mal interessant, das zu sehen. Das waren die ganzen kleinen. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Bei uns regnet es eigentlich gerade fast täglich, kann man sagen. Also so richtig trocken wird es nicht mehr. Hier sind noch ein paar Stockschwämmchen, die sind zwar auch nicht mehr so frisch, aber die sehen auf jeden Fall besser aus wie die vorher. Schaut mal hier an dem Totholz. Hier oben die geweihförmige Keule. Und hier alles voll mit dem gesäten Tintling. Sieht das nicht schön aus? Einer der wenigen Tintlinge, die nicht zerfließen in Tinte. Der wäre theoretisch sogar essbar, aber auch in Verbindung mit Alkohol umstritten und außerdem recht minderwertig und auch eben nicht ergiebig. Der ist sehr zerbrechlich und filigran. Es ist so schön im Wald, es regnet zwar leicht, aber das macht die Motive umso schöner. Hier frische Lachsreizker. Jetzt schaut euch das mal an hier. Das sind alles Rettichfelblinge. Der macht hier ja eine schöne Schleife. Habt ihr das gesehen? Das ist doch irre, oder? Wenn man da ein bisschen reinbläst, wie dieses Eselsohr hier ausspornt. Ein toller Speisepilz, den ich mir diesmal in der Größe mitnehme zum Probieren. Ja, die sind unglaublich zerbrechlich. Ich habe es noch nie für Speisezwecke gesammelt, aber probieren werde ich es jetzt mal. Schaut mal. Die sind gewachsen. Ich wollte hier nochmal her zum Korkstacheling und ich habe diesmal extra noch eine Kostprobe gemacht. Ja, das brennt auf der Zunge, an der Lippe vor allem. Ich habe es ja gleich wieder ausgespuckt und im Rachen, im Hals, obwohl man es nicht geschluckt hat. Schaut mal. Wie schön der aussieht, wie der mit seinen roten Tropfen hier und den Stacheln. Ein wirklich beeindruckender, seltener Fund.
durch den Regen ist jetzt auf der Oberfläche so blutrot verlaufen. Man sieht da leider nicht mehr so schön die Gutationstropfen. Aber dennoch ein richtig schöner Fund. Schaut mal, hier ist auch noch was Spannendes. Und zwar ist das ein Saftporling. Das ist der blaue Saftporling. Der ist noch relativ jung und deswegen noch relativ hell. Der wird erst im Alter bläulicher. Anfangs ist er weiß, dann wird er so blaugrau und dann wird er ja dunkelbläulicher. Ja, und der heißt auch nicht umsonst Saftporling. Der ist wirklich wie ein Schwamm. Bevor ich mir noch so ein Eselsöhrchen einpacke, dürfen Sie nochmal die Sporen verteilen, also nochmal reinpusten. Das sieht super aus, oder? Hier gibt es noch ein paar Semmelstoppelpilze. Bei all den ganzen Pilzleichen sind das hier noch wirklich schöne Exemplare. Schöne kleine. Also auch noch ein paar für den Korb heute. Da muss man die Stoppeln nicht mal wegmachen, die sind so frisch. Schaut euch das mal an hier, der sparrige Schüppling. Wie der hier wächst, was für ein Parasit an der Buche hier. Einmal rumgehen. Der wächst jetzt ganz frisch hier. Leute, ich habe euch gerade den sparrigen Schüppling gezeigt hier. Und man sieht es nicht, aber schaut euch das mal an. Hier ist alles voller Herbsttrompeten an der Buche, das mögen die ja.
Ist das nicht ein Traum? Yogi! Ich guck mir hier die sparigen Vorsicht, sparigen Schüpplinge an. Der ganze Boden ist übersät mit Herbsttrompeten. Ach, du liebe Zeit. Man hat es überhaupt nicht gesehen. Schaut euch das mal an. Ich kann hier gar nicht reden. Und so frisch. Abgefahren. Der absolute Hammer. Hier ist wirklich alles voll. Ja, die Buche, das mögen die hier. Am Fuße dieser Buche, das geht. Laufen wir mal vorsichtig. Überall frische Herbsttrompeten. Aber die finde ich immer so. Also wenn ich sie suche, finde ich sie nicht. Und wenn ich sie nicht suche, dann finde ich sie. Also ich würde sagen, da sammeln wir uns jetzt ein paar davon ein. Das ist ja verrückt. Wir waren neulich mal hier und da war nichts. Aber wahrscheinlich hat man es nicht gesehen, ja. Das kann natürlich sein, wenn die noch so klein sind, dass man die dann nicht sieht. Ah, ist das herrlich. Das ist ja verrückt. Das ist verrückt. Und so frisch und was für schöne. Schaut euch das mal an. Yogi, guckst dir an. Wunderschön. Yeah. Und Pizza beladen. Ja, auf der Pizza schmecken die sehr gut. Die muss man sich immer überlegen, wenn man die putzt, damit die nicht so auseinanderfallen. Aber die muss man, wenn man zu Hause ist, sowieso am besten aufschneiden einmal, weil meistens da drin irgendwelche Viecher sind. Ich glaube, unser Körbchen wird bunt. Sammelst du, oder? Ich sammle seit ein paar, ja. Wie schön die sind. Also, in einem wirklich perfekten Zustand. Das ist wirklich so krass bei denen. Man sieht die nicht. Und wenn du sie gesehen hast, dann siehst du alle irgendwie so gefühlt. Dann ist plötzlich der ganze Boden voll. Also ich bin ja jetzt hier gerade gelaufen, ja. Ich habe sie nicht gesehen. Wie bei den Morcheln, da ist es genauso. Wirklich verrückt. Toll. Das freut mich. Wunderbare Speisepilze. Schaut mal, wie unser Körbchen jetzt bunt wird so langsam. Es gibt übrigens wieder Körbe im Shop. Vor allem diese kleinen hier. Das ist der Pfiffi. Den mag ich gerade ziemlich gern, weil der passt einfach perfekt die Größe. Das reicht völlig aus für so eine kleine Pilzrunde, wobei da noch relativ viel reingeht. Also schaut mal im Shop, es sind wieder neue gekommen. Schaut mal, was ich hier noch gefunden habe. Auch eine seltene Art. Und was soll ich sagen? Hier nicht selten. Es sind etliche Fruchtkörper, große, kleine. Und ich habe einen entnommen zur Bestimmung. Und schaut mal, den Lamellenstand an. Was fällt euch auf? Genau, sehr weit auseinanderstehende Lamellen und schleimiger, so schmieriger Hut. Und das ist wieder eine Schnecklingsart, und zwar ist es der wohlriechende Schneckling oder auch Marzipanschneckling. Der ist extrem selten. Naja, wie gesagt,
Hier an dieser Stelle jetzt nicht. Wir sind im Nadelwald. Da wächst er gern. Es ist ein sehr guter Speisepilz. Der ist auf der roten Liste als gefährdeter Pilz. Ja, was soll ich sagen? Ein wunderschöner Fund. Der Hut ist so weiß-grau, bräunlich, grau-bräunlich eher. Ja, so rundlich. Ihr seht ja hier die jungen Fruchtkörper. Die sind so knubbelig, rund. Und je größer er wird, umso, ja, die werden schon, umso mehr schirmt er dann auf. Also die werden schon bis so 10, 12 Zentimeter können die schon Hutbreite haben. Der Stiel ist sehr fest. Der ganze Pilz fühlt sich sehr kompakt an und er riecht unglaublich gut nach Marzipan. Also essen möchte ich ihn jetzt, glaube ich, nicht. Ich kann mir das bei Pilzen nicht vorstellen, die einen Marzipangeruch haben oder vielleicht nach Marzipan schmecken, aber probiert haben wir den auch noch nicht. Wir sammeln die seltenen Arten ja auch nicht. Ein sehr schöner Fund. Und hier ist noch ein älteres Exemplar. Ja, hier sind überall welche. Wenn die Herbstlorchel da ist, dann scheint wohl der Herbst tatsächlich angekommen zu sein. Helvella crispa, die weiße Herbstlorchel, oder die helle, hat so einen ockerfarbenen, weißlichen Hut. Wunderschöne Pilze. Keine Speisepilze. Ja, ist relativ umstritten, aber es wurde Gyrometrin festgestellt und daher, also es ist kein Speisepilz. Die Schmierlinge sind auch noch da. Haben wir noch ein Kuhmaul gefunden. Der große Gelbfuß. Sogar noch eins in einem Top-Zustand. Aber dazu habe ich euch ja in einem vorhergehenden Video ausführlich was dazu erklärt und wie ich sie putze und warum und so weiter. Könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Der kommt mit. Schaut mal, was für ein schöner Fund. Das sollte hier die goldgelbe Koralle sein. Korallen zu bestimmen ist nicht so einfach. Und die sollte man auch nicht sammeln, wenn man das nicht genau weiß. Also das hier wäre sowieso eine seltene Korallenart mit einem sehr guten Speisewert. Es gibt auch noch die gelbe Rettichkoralle, aber die hat einen sehr rettichartigen Duft. Und die hier riecht absolut unbedeutend neutral. Wächst hier in einem Laubwald. Man sieht auch Buchenblätter. Ein wunderbarer Fund. Der Yogi hat sie auch gefunden. Schaut euch das mal an. Das ist doch absolut verrückt. Ist das schön. Das ist ja der Wahnsinn. Von wegen selten hier. Richtig schöne, große Fruchtkörper. Teilweise schon ein bisschen drüber.
Wie schön. Vor allem hier im Kontrast mit dem grünen Moos. Schaut mal, wie schön ist der denn. Also meine Vermutung liegt bei orange-gelbem Fliegenpilz. Nur so eine Variation vom Fliegenpilz. Was meint ihr? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Für den gelben Fliegenpilz ist er mir zu orangefarbig. Ist das nicht wunderschön? Schaut mal, Freunde, hier an dem Totholz, der gelbe Holzritterling. Ich finde nicht mal den Popo-Filzigen. Aber den hier. Und es regnet und regnet und regnet. Und jetzt wird es auch echt immer mehr, sodass wir demnächst nach Hause gehen sollten. Aber es ist gar nicht kalt. Also es ist absolut toll im Wald. Der Regen ist warm. Die Luft ist warm. Schön. Ja, und sowas findet man hier leider auch. Kauft nicht solche Luftballons. Meistens kommen sie irgendwo in Wäldern oder Wiesen runter. Ich nehme den jetzt mit. So, liebe Freunde, ihr seht, der Korb ist wunderschön gefüllt. Und das ist der kleine Korb. Also, das reicht auch völlig aus, diese Sammelmenge. Wir haben tolle Pilze gefunden. Also es gibt wirklich viele überständige Pilze. Wir haben Perlpilze, zwei mitgenommen. Wir haben Maronen mitgenommen, so kleine. Dann schöne, knackige Frauentäublinge. Wir haben hier noch drei Edelreizker mitgenommen oder der wechselblaue Reizker, eine flockenstielige Hexe. Ja, dann noch zwei Kuhmäuler haben wir mitgenommen und zwei, drei Handvoll Herbsttrompeten. Richtig frische, tolle Herbsttrompeten. Ja, was noch? Einen violetten Rötelritterling und noch ein paar Semmelstoppelpilze sind da unten drunter. Also ist auf jeden Fall genügend schönes Pilzmaterial zusammengekommen. Und ja, ich hoffe, euch hat die Tour gefallen. Falls ihr noch so einen kleinen Sammelkorb braucht, schaut mal im Shop vorbei. Die sind wieder geliefert worden. Genau, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, macht's gut und bis bald.